Na also, ist der Knoten vielleicht schon geplatzt hier beim DAX-Index, den wir hier gerade im Chart haben? Sieht es doch gar nicht so schlecht aus, denn wenn wir uns den heutigen Tag angucken, eine wirklich tolle Entwicklung der Kurs, nachdem er so wackelig hier erstmal nur losgelegt hat und man eigentlich eher davon ausgehen konnte, das war noch nicht überzeugend und bietet eigentlich mehr Chancen auf der Abwärtsseite. Stichwort aber Trigger, und der ist nicht gefallen. Keines der unteren Tiefs hier ist wirklich gerissen worden. Insofern ist das durchaus nachvollziehbar. Wenn das nicht reißt, der Kurs aber trotzdem läuft, wird es wohl die andere Richtung sein. Und genau das haben wir bekommen. Es ging schon mit dem Gap los ein bisschen. Jetzt die Stärke deutet nun mal allemal darauf hin, dass wir wieder auf der bullischen Schiene unterwegs sind und haben damit sogar hier unsere letzten Hochs, die wir jetzt hier im September gesehen haben, und damit auch die, hier sind sie nochmal, die Zone in der Nähe schon mal von den Hochsommerhochs hier. Na, was für eine Wortwahl hier, aber von unseren Sommerhochs hier fast schon wieder in Griffweite, denn jetzt sieht es tatsächlich danach aus, als ob der Kurs eben seine Schwäche zumindest vorläufig erstmal abgelegt hat. Wir können das Ganze sogar noch ein bisschen beziffern. Ich weiß, es gibt einige unter uns hier, die das mögen. Wir hatten eine erste Bewegung nach oben, eine zweite nach unten, eine dritte nach oben. Dann hatten wir eine Bewegung, die Elliott-Wellenfreunde sehr gerne als eine Flat-Bewegung. Wer jetzt sagt, naja, mit flach hat das eben gar nichts zu tun bei dem Ausmaß. Das liegt einfach dran, so ein bisschen wackelig runter, ein bisschen wackelig hoch, aber dann steil am Ende die dritte Welle, die C-Welle. Das ist dann eine typische Flat-Bewegung. Und dann käme jetzt die fünfte Welle und die könnte ich mir vorstellen, überschießt hier ebenfalls nochmal. Ob das diese Länge jetzt hier exakt dann sein wird, das wird wohl ein bisschen länger und ein bisschen mehr werden, sodass wir dann vielleicht hier unsere Hochs ebenfalls dann nochmal reißen und damit den einen oder anderen vielleicht auf die falsche Fährte locken oder aber eine erweiterte fünfte Welle, eine Fifth Wave Extension nochmal damit indizieren oder induzieren und der Markt dann sogar richtig weit läuft, was durchaus sein kann. Im Moment zumindest mal gibt es keinen Grund, hier auf die Short-Seite zu blicken, denn der Markt ist sowas von stark, dass man nicht da wirklich Sorge haben muss. Nichtsdestotrotz, der Markt kann natürlich fallen und er wird es auch tun, früher oder später. Und dann ist alles entscheidend, wie er das tut. Kriegen wir dann eine Bewegung, die so aussieht? Egal, ob jetzt ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger, ob das hier stattfindet oder ob das von hier oder noch ein bisschen höher stattfindet, irgendwann werden wir eine Bewegung bekommen. Und das wiederum würde erstmal einiges in Frage stellen. Die Alternative wäre, sowas zu bekommen, beispielsweise. Ich mache mal das andere Extrem. Die beiden kann man eigentlich nicht wirklich verwechseln. Ja, gleiche Farbe, ja, Form, aber anders. So, insofern, das ist korrektiv. Das würde bedeuten, dass die Bären zwar noch ein bisschen da sind, aber man eigentlich eher den Rücksetzer als eine Verschnaufpause eben nimmt und dann eben sagt, wenn er nach oben dann ausbricht, wir haben das hier Schub hoch, wackelig runter, hier auch so teilweise im kleinen Bild zugegeben, aber das kann hier jederzeit ja auch noch passieren. Dann könnte man auch nochmal die Long-Seite dann eben fahren. Dann hätte man hier einen Trigger, einen möglichen, um dann eben nochmal den nächsten Schub nach oben zu machen. Das wird natürlich schwerfallen, wenn stattdessen so eine Bewegung kommt. Wie gesagt, das muss jetzt nicht ganz so lang sein, wie ich es gezeichnet habe. Dann wird das alleine mit dem Trigger schon, das kann man alleine deshalb schon ganz gut verwenden. Das wird wohl nicht funktionieren. Wo soll ich ihn denn da festhängen? Da ist nichts, außer das höchste Hoch. Aber wir reden doch immer von Zwischenhoch. Und deshalb ist das eigentlich ganz praktisch so von der Lesart. Welches dieser beiden kommt, das weiß ich auch nicht. Ich vermute eher, dass wir sowas kriegen. Aber was weiß ich schon? Lassen wir doch den Markt entscheiden und greifen dann zu, wenn wir das eine oder das andere bekommen. Das hier wäre dann die Fortsetzung für die Longseite, wie ich es eben eingezeichnet habe. Wenn wir das bekämen, dann bräuchten wir dann im nächsten Schritt nochmal irgendwie sowas hier. Das kann auch etwas weniger komplex, es kann auch die einfachste Form, einfach ABC, so eine Zigzag-Bewegung sein. Nichtsdestotrotz wäre dann quasi hier so diese, nehmen wir doch den geraden Strich, wenn wir ihn gerade da haben, hier eine Möglichkeit dann für den nächsten Short-Trigger. Aber noch ist davon nichts zu sehen, noch sieht alles super aus. Wer mag, wer vor dem Wochenende noch aktiv ist, vielleicht nicht unbedingt mehr beim DAX, denn der ist so schon halbwegs in der Endphase, dann wechselt man lieber auf das amerikanische Bild. Der kann sowas natürlich nutzen. Ansonsten wird das nach dem Wochenende mit Sicherheit nochmal spannend. Vor dem Wochenende ist nochmal der Dow spannend geworden, mit dem Gap aufgemacht. Hier natürlich grundsätzlich hier die gleiche Situation. Wir sehen, dass wir zügig auf dem Weg nach oben sind. Insgesamt sehen wir natürlich, dass wir nach oben deutlich an Fahrt verloren haben, zumindest mal hier im großen Bild auf Tagesbasis.
Aber trotz alledem, wir nähern uns zumindest mal wieder hier unseren Allzeithochs, die wir hier im Sommer nochmal hatten, im Juli hatten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir die tatsächlich nochmal ansteuern. Ansonsten, auch hier was die Leseart angeht, ist das hier natürlich genau das Gleiche wie das, was ich beim DAX gemacht habe. Das ist dann jetzt Ihre Hausaufgabe, das zu übertragen. Die Hausaufgabe, was den Arbeitsmarkt angeht, haben offensichtlich die Kanadier hingekriegt, denn heute um 14.30 Uhr gab es hier Arbeitsmarktdaten und die sind deutlich besser ausgefallen als erwartet. Wir haben einen Arbeitslosenrückgang um 0,2 Prozentpunkte hier, 5,5% ist es geworden. Unveränderte 5,7 waren erwartet worden und das hat tatsächlich was bewirkt, nämlich dass der Währungsmarkt in Bewegung geraten ist. Wir sehen hier US-Dollar gegen kanadische unterwegs. Das ist natürlich eine tolle Bewegung, sehr auffällig. Noch schöner finde ich das Bild allerdings, wenn man mal gegen den Aussie-Cut guckt. Anwendbar ist das, was ich jetzt sage, auf allen möglichen Märkten. Das ist nicht das Problem. Aber wir sehen, dass wir hier in dieser Bewegung wirklich hier ein Hoch haben. Na, was für ein toller Pfeil. Aber das ist wirklich ein Hoch. Das heißt, wir haben jetzt diese ähnlichen Überlegungen, die wir die ganze Zeit angesprochen haben. Schub runter. Und wenn wir jetzt irgendwie was Wackeliges hier bekommen, dann ist das für die Feierabendhändler heute vielleicht noch mal ein kleines Fest. Und das hier deutet normalerweise eher wackelig in Trendrichtung. Wie geht das denn? Trendrichtung war von oben nach unten. Das ist so dieses typische Ending diagonal. Und der Name ist Programm. Ending bedeutet, die Abwärtsrichtung könnte jetzt so langsam aber sicher vorbei sein. Und dann ist wohl mit einer Korrektur zu rechnen. Fibo-Freunde würden sagen, wahrscheinlich so um die 50%, 50 bis 61,8, mindestens aber 38,20, um dann vielleicht nochmal die Short-Seite zu fahren. Das könnte nachher nochmal spannend werden. Viel zu tun also. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie das heute noch sinnvoll umsetzen. Anschließend ein wunderschönes Wochenende haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute.